Ich habe einen Prototypen hatte ich geschrieben, der ist auch weitgehend fertig. Den wollte ich gratis veröffentlichen. Dann wissen die Leute, worauf sie sich einlassen. Pierre, Das das heißt, ist nicht wenn ich gut. einen Roman erwarte, einen John Grisham, Slavery, Murder. dann ist ein Okay, Groschenroman Dick natürlich Patrick was völlig anderes. versteht Das mich. wäre so im Sinne von Do not Lasseter call me gewesen, so that. die It is Bastei-Heftchen. not for you to say who Seichte I am, but I Unterhaltung, will tell you one thing. die I am interessant not ist. soft Ich and wollte weak like historische you. Schlachten This nachzeichnen. country needs strong people and a brave leader like the Dann habe ich Major. den Vorteil, dass ich Is this why keine. your leader has kidnapped President? Ready. Dann hab ich den Vorteil, dass ich keine Zuschauer habe, keine Leser habe, die enttäuscht sind, weil sie eben wussten, worauf sie sich einlassen, was wiederum negative Bewertungen verhindert. Und mit dem Gratisbuch hätte ich dafür gesorgt, dass sie eben vorab Hostile in sight. What? die Chance haben, sich drauf Going vorzubereiten. undercover. Und dann hätte ich es natürlich noch so gemacht, dass ich. Moment, ich muss jetzt hier. Dem wollte ich. Bin jetzt immer ein bisschen abgelenkt. Dann war die Idee I will mit dem fall on them like a Gratisbuch. tree in the forest. Moment, was ist hier jetzt Problem? Was ist denn das? Die Überlegung war dann, dass ich die gleichzeitig schreibe, Sie können jeden Roman 2 Wochen früher lesen, wenn Sie ihn auf I meiner will Webseite sneak up kaufen. like a Dann tree hätte ich also noch falling die in the komplette forest. Amazon-Logistik weggespart. Das heißt, die ganzen Gebühren, die damit Let zusammenhängen, us wären look at nochmal that. erspart geblieben. Das wäre finanziell natürlich, wenn ich dann 95% der Einnahmen bekomme, wird es nochmal interessanter. Ich glaube nach wie vor, dass I es shall not funktioniert. make a Das war noise. jetzt vor dem Krieg eigentlich der Plan, dass ich es mache I wieder. shall not make a Allerdings nicht mehr noise. selber schreiben, sondern ich wollte die Autoren einkaufen. Aber wie gesagt, My Babushka taught jetzt me habe ich andere Hans way. Dinge zu tun. Ja, mein größtes Hindernis war Yes? ich selber dabei, weil ich ein guter Autor werden wollte. Das war das, was mich am meisten geschadet hat, der Versuch, ein guter Autor zu werden. Quietly? Like this? May the spirits hide me from the Oh, opposition. ich hätte mal Schalldämpfer I will draufbauen sollen, move ich Depp. silently. Ich habe immer noch keine Schalldämpfer, hab sie wieder vergessen. Be quiet now! I will fall on them like a tree in the forest! When I was little, I would hide. A good surprise shot from here. Damit überlebt er. I was better at hiding when I was little. Enemy spotted! Ja, innere Stimme. Diesmal habe ich es vergessen, aber ich habe es auch viel zu spät herausgefunden. Vor allem, wie unfassbar viel das bringt. Ja. Das war das Problem, weil ich das wirklich eine ganze Weile gedauert hat. Tja, gell. They will notice my magnificent physique, but it will be too late. 70%. God damn it all to hell! The opportunity is not without considerable risk. I will try to become hard to see. I will shoot at enemy when available. What? Nee, Panama hat überraschend hohe Lebenshaltungskosten, vor allem wenn man passabel leben will. Das heißt in einer bewachten Anlage, damit man nicht ständig Angst haben muss vor Einbrechern. Wenn ich einen guten Käse haben will, zahle ich das Doppelte bis Dreifache hier. Das heißt, wenn ich von Reis und Bohnen lebe auf dem Land in einer kleinen Hütte, dann kann ich günstiger leben. Aber wenn ich einen halbwegs vergleichbaren Lebensstandard haben will, kann Panama teurer sein als Deutschland. Was halt möglich ist, dass ich eine Putzfrau fürs ganze Haus bekomme für $30. Das Just wird in hold Deutschland nicht klappen. still, damn you! Machen Sie mal Kurzfilme. Ja. Spirits hide me from the opposition. Ja, es ist. Danke, aber wenn ich mir vorstelle, Everyone also wants ein Kurzfilm, der eine history. Geschichte erzählt, den Aufwand, den das hätte, kann ich mir nicht vorstellen, dass das für mich in absehbarer Zeit realistisch ist.
Ja, also ich muss, genau, ich brauche guten Käse. Das ist für mich fürs Leben wichtig. Für die Lebensqualität. Und das kostet einfach. Ist einfach so. Das ist jetzt irgendwie wenig sinnvoll. Wenn die Trefferwahrscheinlichkeit so gering ist. Zählt das als Flankierung? May the spirits guide my hand. Natürlich. I will try to become hard to see. Good odds of killing enemy without detection. I will try to become hard to see. Careful. Teuer ist die Ratscha-Soße. Die richtige gibt's nicht mehr, weil die in den USA soll die jetzt irgendwie 80 oder 90 kosten. Also ist komplett. Badia gibt's noch vom Badia. Und da habe ich aber noch welche auf Reserve. Die war so bei 7, 8 Dollar. Ich weiß nicht, was er aktuell kostet. Kann ich nicht sagen. What? Understood. Sicher. Ja, aber nur wenn es gut synchronisiert ist. Mir vorzustellen, dass ich kann, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, kann man synchronisiert nicht mehr hören. Filme zum Beispiel, die einzigen Filme, die ich auf Deutsch schaue, sind deutsche. Come on! Das ist eine Gewöhnungssache, die irgendwann dann inakzeptabel wird. Ich zum Beispiel jetzt so für mich, ich schaue Red Cliff, ist okay. Einer meiner Lieblingsfilme. Dieser chinesische Kriegsepos. Den schaue ich auf Mandarin. Mit englischem Untertitel. Mir vorzustellen, den auf Englisch synchronisiert oder gar auf Deutsch synchronisiert, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Da schaue ich ihn lieber auf Mandarin. Das ist eine Gewohnungssache. Ah, okay. Ich würde eher vom Hochhaus springen. Ja, ich esse nicht so dramatisch viel Sriracha. Daher, das ist dann schon in Ordnung. Eins muss man klar sagen, für ein paar Sachen muss man einfach mehr bezahlen. Man kann nicht alles haben. Einfach die Realität. Yes. I await your command. Going. Still undetected. Synchro-Studios. Wahrscheinlich sind die Deutschen ganz passabel, ja, aber Untertitel ist das Großartigste zum Englischlernen. Mein Englisch ist so gut geworden, wie es ist, und sie kriegen es ja ein bisschen mit, denke ich mal. Also ich spreche fließend Englisch, gar keine Frage. Und das ist nicht in der Schule so gut geworden. Ich habe mein Abi gemacht und hatte in Englisch eine 4. Gut, ich war faul und habe nicht viel gelernt, aber ich war nicht toll in Englisch. Wie ist es so gut geworden? Ich habe mir Spielfilme auf Englisch angesehen mit englischem Untertitel. Mein Englisch war durch die Schule gut genug, dass ich verstanden habe, worum es geht. Diesen ersten Schritt hatte ich damit hinbekommen. Und die Filme waren dann spannend genug, dass ich Spaß daran hatte, sie zuzuschauen. Und indem ich sie nicht auf Deutsch geschaut habe und aber auch nicht mit deutschem Untertitel. Das ist das Wichtige. Mit deutschem Untertitel ignoriert man das, was gesagt wird. Und hört nur auf das, was man sieht. Und indem ich es nicht gemacht habe, sondern indem ich... Oh, Moment, der war doch gut in... Probability of success is high. Indem ich Englisch mit englischem Untertitel hat, konnte ich mein Englisch dramatisch verbessern. Das ist der größte Tipp, was ich Menschen an Lebenserfahrung mitgeben kann, ist, wenn sie eine Sprache verbessern wollen, arbeiten sie sich so weit, dass sie Spielfilme schauen können in der Sprache. Ab dann ist es einfach nur grandios. The enemy is in the open. Du Idiot!
was almost as good as I would have done. Das war ein bisschen besser. Welches Profil? Politisch, gesellschaftlich. Ich hatte Chemie, Geschichte, logischerweise, Englisch und... Ich habe keine Ahnung mehr, was das vierte Fach war. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Keine Ahnung. Ich glaube, man hat doch vier Fächer. Glaube ich zumindest. Wie gesagt, bei mir, ich habe 2001 Abi gemacht. Darf man, glaube ich, langsam vergessen, was... wie es abgelaufen ist. When I was little, I would hide from everyone. Quiet. Trying to be quiet. Trying to be quiet. Bayern. Leistungskurse hatte ich Chemie und Geschichte. Und dann musste man sich in zwei weiteren Sachen prüfen lassen. Und eins davon war Englisch. Das andere weiß ich allerdings nicht mehr. Going. Still undetected. Ah, ja. Spiele helfen natürlich auch, ja. Ein Spiel hat auch seine Auswirkungen gehabt, denn ich habe begonnen, ein Wargame zu spielen. War in the Pacific. Und in dem Forum wollte ich mich nicht anhören wie ein Sechsjähriger. Also habe ich zunehmend begonnen, Wörter nachzuschlagen. Und das hat natürlich auch enorm geholfen. I was never good at hide and seek. Wieder im ersten und zweiten wurden die USA Kriegspartei, als sie Gleitschutz geben. Es ist eine Interpretationssache. Ich weiß nicht, was mit ersten und zweiten wahrscheinlich Weltkrieg gemeint ist. Im zweiten, wie gesagt, es gab Gefechte zwischen Deutschen und amerikanischen Schiffen. Einer der Gründe, weshalb Hitler den Krieg erklärt hat. Denn die logische Frage wäre, warum zum Teufel Hitler Krieg erklärt. Wenn die Japaner angegriffen haben. This is Emma. I just wanted to say thank you for helping the residents of Ernie. I'm sure I hired the right people. I'm going to be leaving for Port Cacao, where I'll try to find some leads about my father. But my main hope remains with you. Gibt es was Nahrung oder Genussmittel? It looks like you certainly guter Whisky, are the answer, aber geht natürlich nicht per Schiff. Kann man nicht schicken. I have sent you an email with the details regarding our partnership. Good luck. Das, was ich gebrauchen könnte hier und ansonsten ab und an habe ich gerne mal Lebkuchen und Marzipan, aber das ist aktuell nicht eine Dringlichkeit, weil ich es schon wieder hatte und wahrscheinlich im September nach Deutschland komme. Das heißt, und ich kann dank Amazon, kann ich mir aus den USA ja was bestellen. Da habe ich mir jetzt zum Beispiel mal wieder Weingummi bestellt. Ich mag Weingummi. Ab und an habe ich gerne mal Weingummi. Gibt's hier nicht. Muss ich halt zahlen. Wie gesagt, man muss halt für alles zahlen. If that is your wish. Aber dann geht's. I go where I am led. Whisky wäre toll. Ich bin Whisky-Sammler. Ich bin mehr Sammler als Trinker. Ich trinke fast nie und sehr, sehr wenig. Aber ich mag Whisky. Geschmack ist super, von hochwertigem Whisky liebe ich. Eigentlich immer in homöopathischen Dosen, nur damit die Zunge benetzt wird. A wise plan. Und da ist halt die Auswahl im Land ein Stück weit überschaubar. Und wenn, dann wird es gerne mal teuer. Jetzt habe ich einen 25-jährigen Lafroig gesehen. Ich glaube, die wollen $900 dafür. In Deutschland kostet er bei Amazon 400 oder sowas. Das nur mal zum Vergleich. Habe ich dann doch lieber Nein gesagt. $900 gebe ich dann doch nicht für den Whisky aus, selbst wenn ich ihn nie trinke. Denn realistischerweise kann ich fast jeden Whisky kaufen. Denn wenn ich jeden Tag ein Sixpack Bier trinke und gebe $6 aus für ein solides Bier. Ein Sixpack ist jetzt nicht wenig, aber ist auch nicht dramatisch viel. Aber wenn ich jeden Tag eines trinke, habe ich ungefähr $1,800 im Jahr. Wenn ich so grob überschlage. Ungefähr 2000. Wenn ich einen Whisky kaufe und brauche 10 Jahre, um den zu trinken, und der kostet ein Tausender.
Dann sind die Kosten auf einmal gar nicht mehr so dramatisch. Solange ich nicht 300 von diesen Whiskys kaufe. Naja, es ist schlicht eine Frage, wie schnell man das Zeug verbraucht. Aber wie gesagt, die Preise sind... Die Preise sind mir ein bisschen zu absurd. Ja, Lebkuchen sind ich habe immer gesagt, meinetwegen gibt's Lebkuchen ab Juli. Ich habe dann begonnen, sie zu kaufen. Ich liebe Lebkuchen. What? Wenn der ist noch schlauer, gell? Er hat Weisheit. Wo ist Weisheit? Da. 87? 85, ja. Ist noch schlauer. Go where I am led. If that is your wish. War da nicht irgendwas? Hm. Well, you shone if he isn't kid. Those legions I am worried about. I wish he were as brave as you are. Please bring him back to me. I hope he's not fooling around with that little hussy Didi from the Emerald Coast. If that is the case, I'll kill him myself. Ja, was mit Polen? Das ist die alte Frage mit Artikel 5, wie dann drauf reagiert wird. Wouldn't surprise me if she sent those thugs to kidnap him for her. Dann kommt auf ihrem Waffenchannel. Wir wollten das letzte Mal drehen. Das Problem ist, dass ich ein Mikrofon habe mit Cinch und Cinch, glaube ich, heißt es, die 3,5 mm. Und Annas Handy hat es nicht mehr. Das heißt, ich habe jetzt neue Bluetooth-Mikrofone bestellt. Es wird kommen. Es hat nur einfach gerade nicht die höchste Priorität. Juli wohl ziemlich sicher nicht mehr, aber August. August sollte es den ersten Content geben. Da bin ich relativ optimistisch. Acknowledged. If that is your wish. Who are you? You are soldiers, but not with the Legion. Emma, he command. I. Wisdom. After my Pierre. Farewell. Ah. J. Barefoot Nürnberg dann vermutlich. Steffen Hauer Foto. Real Wolf. Das freut mich. Danke fürs Lob. Wir müssen mal schauen, wie es weitergehen wird, wenn der Krieg vorbei ist, wie die Leute dann interessiert sind. Look at this place. Oh. If you... Ah, okay. Ich hätte kein Geld verlangen sollen. Glauben Sie, wann und wie sich die Ukraine ergeben wird? Die Ukraine wird sich erst ergeben, wenn sie es wirklich muss. Und davon ist sie noch ein gutes Stück weit weg. Aber ich meine, die Lage ist nicht rosig. Da braucht man auch nichts drum herum zu reden. Wir wissen, dass inzwischen mit Gewalt rekrutiert wird. Die Videos sind definitiv nicht alle gefaked. Wo Leute auf der Straße eingefangen werden und sich versuchen zu wehren und trotzdem in einen Van gekickt werden. De facto von der Straße weg entführt werden. Das ist inzwischen zu weit. Das ist definitiv schon ein Fakt. Und was der Westen an Material liefert, ich meine, wir können über Menschen reden. Und dann sollten wir uns fragen, ob die Ukraine so viele Soldaten benötigen würde, wenn sie mehr Schützenpanzer hätte, statt MRAPs. Ich vermute mal, ein Max Pro ist verwundbarer als ein Bradley. Da wären Möglichkeiten zu unterstützen, die Ukraine. Dass sie auch weniger Verluste hat und damit weniger Leute rekrutieren muss und damit auch länger durchhalten kann. Naja. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Au revoir. If that is your wish. Also, ich mache mir durchaus Sorgen. Das muss ich ganz klar sagen. War ich hier drin? Weiß gar nicht.
Danke, Jay Barefoot. Understood. Schönen guten Abend, Feuervogel. Herzlichen Glückwunsch, RBPN. Herzlichen Glückwunsch zum 8. Geburtstag. Das ist fünfmal gerade der Vorwurf. If that is your wish. Ist zumindest nicht völlig, zumindest nicht überhaupt nicht nachvollziehbar, sagen wir es mal so. Irgendwo war einer, der mir die abkauft, aber ich glaube, ich brauche die. Es ist weg. Wenn ich es fallen lasse, ist es dauerhaft weg. Oh, gutes zu wissen. Oh Mann. Ja. Aha. Auch da ist was. I hope there is some protein powder in here. Dachte schon. War der 7 da, aber dachte ich der 8. mir kommt es manchmal vor, dass sind so schlicht nicht. Ja, das stimmt. Sektorinventar bekommt man es auch wieder. Im Sektorinventar war es nicht, aber es lag hier als Rucksack auf dem Boden. Geht dann natürlich auch. Okay, ich glaube, das können wir alles einsammeln. Warum kann ich. Ach, Sektor. Okay. Muss ich hier noch mit einem reden? Weil das ja ein Quest-Ding ist. Nochmal schnell hinrennen. Hello, my friend. I appreciate what you have done. Ja, wie viel wird gerade noch nachgeboren? From what I know. Denn die, die ins Ausland geflüchtet sind, die spielen da ja keine Rolle. Also, wir müssen klar sagen, den Russen gehen später die Menschen aus als der Ukraine. Das sollte klar sein, solange Hanna Malja nicht recht hat. Und es tut mir leid, da habe ich meine Zweifel, dass die recht hat. So, Inventar. Warum ist hier jetzt die Munition weg? Ich verstehe so manches nicht. Hier ist es noch. Ach, das sind Truppvorräte, ich Idiot. Okay. Okay, das erklärt es. Die Striker können auch einfach in Einheiten sein, die aktuell nicht im Gefecht stehen. Das heißt nicht viel. Dass der Striker für tiefe Vorstöße theoretisch zu gebrauchen wäre, könnte man argumentieren, weil er schnell ist und hohe Reichweite hat. Andererseits hat er fast keine Panzerung. Also ein MG hält er frontal aus, wenn es nicht überschwer ist. Ein 14 mm geht wahrscheinlich schon wieder durch. Das heißt, ist der Striker ist jetzt nicht unbedingt das Durchbruchsfahrzeug, wenn man ehrlich ist. Wir werden weiter geliefert. Ich habe vorgestern viel gesehen auf einem polnischen Rastplatz. Sehr schön. Danke, Markbohr. Ja, es sollten im Ganzen 30 oder 40 zur Debatte stehen, glaube ich. So viel hatten zumindest die Spanier. Und ich vermute mal, dass die Spanier die auch, sofern sie abgeben können, im Sinne von, dass sie nicht sagen, sie brauchen sie dringend als eigene Reserve. Sofern das nicht der Fall ist, würde ich mal erwarten, die Spanier geben sie auch ab. Aber das ist natürlich Spekulation. Ich sehe zumindest, erinnere ich mich nicht an eine öffentliche Erklärung, dass die Spanier sagen, wir werden 40 abgeben. Genau. ABPL, absolut. Wie gesagt, ich habe es immer gesagt, ich bin kein Trump-Hasser. Aber, und ich bin kein Biden-Fan. Aber ich glaube, ich bin aktuell froh, dass es Biden ist. Ja, der AMX hat auch nicht viel gebracht, das stimmt.
Können die helfen? Ja, die können helfen, aber nicht viel. Propaganda, man kann es ein bisschen analysieren und ja, man kann irgendeine Schwachstelle erkennen. Aber eigentlich ist es nicht so, dass die Russen noch unfassbar viel lernen werden. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. I hope this task will be a good workout. Sicherheit ist wahrscheinlich das Wichtigste. Ja. Beweglichkeit vielleicht. Da sind sie erheblich unterschiedlich. Sehr gut. It is as good as done. Trump, wir wissen es nicht. Man muss ehrlich sagen, dass Trump einfach unberechenbar ist. Mit Trump ist es auch eine denkbare Sache, dass er komplett durchdreht und was weiß ich was, die Russen zum Einlenken zwingt. Das sagen zumindest seine Ukraine-freundlichen Fans. Ich glaub's halt nicht. I have initiated work on this task. Also ich glaube, Trump wäre schlechter. Man darf natürlich nicht vergessen, Trump war der Erste, der Ukraine Alright. überhaupt Waffen geliefert hat. Vorher kamen ja nur defensive Sachen. Er war immerhin der Javelin geschickt hat. Aber trotzdem, wie gesagt, ich fürchte, dass es nicht gut für die Ukraine wäre. Schoko, danke fürs Prime-Sub. Wir sollten explore. Wann schlafen Sie eigentlich? Ungefähr, je nachdem, zwischen. Manchmal gehe ich um 9 Uhr schlafen, manchmal um 11 Uhr. Je nachdem, wann ich müde werde. Und dann bis 7 ungefähr. What is your wish? Je nachdem, wie viel zu arbeiten ist, bleibe ich auch mal bis 11 Uhr auf und arbeite bis 11. Aber es hängt eben davon ab. Und wir haben ja Zeitverschiebung hier. Ich wohne in Panama, falls es nie mitbekommen wurde. I can't be sure, but that might be something interesting. Right? Was halten Sie vom neuen Twitter-Logo? Ich weiß es nicht. Ich sag's mal so, jemand, der den Erfolg im Leben hatte, wie in Musk hatte, der sollte an sich halbwegs wissen, was er tut. Ich zumindest verstehe es nicht. Sagen wir es mal so. Ich verstehe nicht, was das gerade soll. Eh bien, my friends from the beach. I was just talking about... C'est vrai. And now you've come to meet my big family. Yes, big family, many mouths. So true. Yeah, so true. Hospitality does not fill stomachs. That's right. I showed you hospitality, but... Wait, what shack? it's actually just a lean-to. Not like I stash things. Huh? Stash? No, I wouldn't... Ich kann ihm nicht sagen, ich hatte beim letzten Mal, hatte ich die Möglichkeit zu sagen, doch, er hat dort was. Das heißt, irgendeine Person, die ich hatte, habe ich jetzt nicht mehr. Okay. Oh. We're just kidding, my friend. Okay, let us be reasonable. We're just poor scavengers. Aren't we, boys? You have a wallet. I don't even have that. Bastian, we are going to have a talk. Fuck. I don't know if it's such a good deal for us. This is a dangerous island. A lot of people are up to a lot of trouble. You'd be forcing us to be at the mercy of thugs and robbers. Yeah, that is why you should lift. Easy now. Take it easy. That's okay. No problem. Take our weapons. Me and the boys. Maybe we'll just take up fishing, right? Den kann man die Waffen abnehmen? Some stuff over there. Okay.
Das ist jetzt unerwartet. Okay. Let's see what we found. We got wow! 10 more halls like this and I'll bet I'll be able to pay off half my student loans. Oh, wow. Okay. This the best you got? Thanks. Mal genial, ja. Hat Musk jetzt Bitcoin erfunden oder nicht? Ich gehe nicht davon aus. Moving. Aber keine Ahnung. I wonder what this is. Hier war doch das gegnerische Team. What? Okay. Elon Musk möchte ja zu WeChat. Ja, ich verstehe schon. Aber gut. Warum gibt er dafür das Twitter-Markenrecht ab? Irgendwelche Behauptungen gibt es, dass er das Markenrecht verlieren könnte. Und das X wiederum kann er sich nicht als Marke registrieren. Und das Symbol, was er benutzt, ist aus einem normalen Fontpaket oder irgendwie sowas. Und deswegen kann er sich das auch nicht sehen. So gibt es zumindest die Erklärung. Wie weit das stimmt, habe ich natürlich keine Ahnung. Okay, wir müssen mal hier hingehen und Waffen überprüfen. Ja, Feuervogel. Vor allem, wenn man die Krim noch mit dazu rechnet, wird es richtig viel. Okay, haben wir 762 mal 39. 37 Schuss. Okay. Ja, besser als nix, oder? 18% ist halt nutzlos. Aber das nicht. Wir haben was. Und der hat sogar Munition dafür. Harry. I am but a dream in a slumbering world. Schön, dass ich mich wieder ranwage. Ja, ich habe einfach nochmal neu angefangen. Wie würden Sie als amerikanischer Präsident reagieren? Spielen Sie auch Casual Games? Ich weiß nicht, also Battlefield und GTA spiele ich nicht. Mit meiner Stimme könnte ich... Ich habe tatsächlich, genau, das habe ich auch eine Weile gemacht. Es gibt irgendwo wohl ein Computerspiel, wo der deutsche Offizier Befehle ruft, die ich gebrüllt habe. Ich habe eine Weile als Voice Artist gearbeitet. Eine meiner vielen Tätigkeiten, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Werbung gesprochen, synchronisiert. Irgendeine Universität in Amerika hat lauter Deutsche, wenn sie ihren Studenten über deutsche Philosophen sprechen, bin ich derjenige, der die Philosophen ausspricht, damit sie die Aussprache richtig lernen und so weiter. Was würde ich als amerikanischer Präsident machen? Ein Stück weit ist ein realistisches Problem, was man jetzt hat, ist, dass das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Vorher hätte man deutlich größere Möglichkeiten gehabt. Denn es bleibt immer ein Problem, wenn man die Russen jetzt zu sehr in die Enge treibt. Was machen sie dann? Und das ist das genau das, weshalb wir uns vor der Frage stehen, wollen die USA überhaupt den Sieg? Tendenziell sollte man erwarten, die wollen den Sieg. Aber gleichzeitig haben sie eine Heidenangst, dass die Russen durchdrehen. Und deswegen, ich meine, was sollte man machen? Die USA... Für die USA ist das großartigste Militärinvestment, was sie je hatten. Sie schalten einen strategischen Gegner aus für Peanuts. Denn wir hören so und so viel Milliarden geliefert, aber lassen uns ehrlich sein, 2/3 davon und vom Schrottplatz. Wenn die Amerikaner M113 liefern, dann mögen die auf dem Papier eine Milliarde wert sein, aber in der Realität ist das Altmetall wert. Denn die Dinger sind zum Ausmustern, die sind schrottreif. Das heißt, die Amerikaner haben noch nie eine so hohe Effizienz in ihren Militärausgaben gehabt wie damit. Also sollte man es halt auf die Spitze treiben. Ich würde wahrscheinlich mal 2000 Kampfpanzer bestellen und 5000 Schützenpanzer. Und die bitte in anderthalb Jahren oder wie, was auch immer, wie schnell auch immer die Auslieferung geht, so schnell wie möglich ausliefern.